Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Suro Tag 5. Heute wird ein bisschen was passieren. Ich bin ein bisschen spät dran. Nee, bin ich nicht, war die ganze Zeit schon hier. Wir haben aber noch gelabert im Livestream. Gewöhnt euch nicht an die Facecam, die ist nur bei Suro. Danach ist sie wieder weg. So, habt ihr nur davon. Wir machen dann weiter. Ich sehe gerade im Chat, House Flipper wird auf jeden Fall weitergespielt. Wir sind jetzt gerade nur zu dritt in einem Talk-Channel. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich werde mich jetzt entmuten und dann geht's los. Mon und Noah werden da was gegen haben und uns in die Mitte treiben. Ja, ich bin mal, da bin ich mal gespannt, ne, ob das heute passiert. Ich kann es mir vorstellen. Also vielleicht lassen sie es heute nochmal, weil neuer Server und so. Ja. Aber vielleicht machen sie es auch, weil neuer Server. Ja, vielleicht, was maybe. Hat, oh. Ich weiß nicht. Alter, wie sie alle rein wollen hier. Ja. Das sieht man ja normalerweise nicht, ne? Oh Gott, okay. Hallo? Oh, ja. Einfach reinlaufen, ihr braucht nicht mehr klicken. Ja, gut. Wer ist das hier? Tatsache. Gut. Okay. Läuft. Ja, bei mir heißt es jetzt angeln. Ja, Tito, wo wollen wir angeln? Oben, ne? Ja, wo der Versorgungstisch auch steht, glaube ich, oder? Ja, dann komme ich hoch. Wir lassen den Fall hier stehen, den Versorgungstisch, gell? Ja, ich habe einen Wassereimer, ich komme hoch, ne? Mach das. Oder schreibt schon einer, wieder 6 Herzen weg. Ich habe vorhin einen Antrag gestellt, dass ich geheilt werde, weil mir anderthalb Herzen fehlen, aber ich wurde nicht geheilt. Du erstmal hoch. Okay. Du erstmal hoch, das werden runterfliegen. Da kommt noch einer. Oh Mann, ja komm, fahrt hoch. Ja, komm. Wo wollen wir den Teich denn bauen? Weiß ich nicht. Wollen wir nicht einfach von der Mauer hier runter? Ja, nee, das, dann bleibt doch alles hängen, oder? Meinst du nicht? Oh, ja, doch, das geht nicht. Das ist Anni. Ja, das ist Annika. Wo ist Annika? Hier, die kommt heute nicht. Die müssen wir aufpassen. Ja. Guck mal, hier draußen ist eigentlich Angeln am schlausten, ne? Weil dann sehen wir, ob jemand kommt. Richtig. Also hier Basti und dadurch gehen jetzt erstmal los, Peter holen. Okay. Warte mal, ich würde ja mal tatsächlich... Peter. Von Pete Smith. Achso. Ich guck mal, ob das geht von hier aus. So, da kann ich mich schließen. Boah, das ist aber lecker, aber trotzdem noch sehr, sehr gut. Wenn ich abbaue, da geht ja kaum was. Für den besten Server Deutschlands mit dem besten Support. BTW Zelda riecht nach Kuchen. Wer offline ist bei Tab. Izzy, Revi, Leute, stimmt. Theo. Oh, Ehre. Ich habe so Angst, falls ein Event kommt, ne? Das ist so schlimm. Ja, dann müssen wir Ich habe die Gamma-Werte höher gestellt, aber trotzdem ist es wieder dunkel. Ich verstehe das irgendwie nicht. Hey, lol. Ich habe es auch höher gestellt, aber keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Ich sehe keinen Unterschied. Der Server hängt. Ja, Server hängt. Ah, nee, doch. Wir können abbauen. Okay, nee, alles, ich habe nichts gesagt. Es leckt nur sehr stark. Leckt wie Hölle. So, am wichtigsten wäre für mich eine verzauberte Angel, weil meine ist nicht mehr ganz so fit. Die geht gerade kaputt. Und das ist halt übel scheiße, wenn die kaputt geht, habe ich ein Problem. Ich verzauber meine jetzt erstmal. Ja, ich brauche halt Mending auf der Angel, das wäre, ne? Warte mal, warum ist Annika oben in... Die kommt heute nicht. Ja, aber die ist im Discord. Hä? Ja, bei dem Handy vielleicht. Okay. Das kann Handy bestimmt. Muss mal kurz bedanken. Vielen lieben Dank für die Donation. Weiß nicht, irgendwie funktioniert das Angeln gerade nicht. Finde ich ein bisschen komisch. Danke für die 10 Euro. Alter Beule, grüß dich. Darf ich mitreden? Kann ich dir gar nicht sagen, ist nicht mein Discord. Das ist der Discord von Team District 3. Da in dem ganzen großen Team bin ich jetzt mit drin. Also ich kann da jetzt nicht einfach entscheiden, ob du rein darfst. So von mir aus gerne, aber leider kann ich das nicht entscheiden. Es tut mir leid. Ja, IT war auch ein Projekt. Der ist relativ früh. Leider Gottes wurde er weggeklatscht. Relativ früh. Deswegen, Dankeschön. Also sowas einfach. Oh, Mist, ich vergesse das immer wieder. Leute, wie sollen die uns farmen? Kann halt passieren, ich weiß es nicht. Es ist echt zum Kotzen, wenn ich mich muten will, ne? Dann wechselt der unten in der Taskleiste was durch. Das nervt. Ja, ich hasse auch das, weil ich benutze immer Teamspeak. Teamspeak ist das Beste. Ja, ist einfach so. Teamspeak einfach tausendmal besser. Ja. Ist meine Angel kaputt? Also, ja, es kommt nichts, ne? Nee, es laggt übel hart. Es laggt wirklich extrem. Wirklich, die Ärzte bauen sich fünffach ab, Gott. Ja, gut. Ah, jetzt. Oh ja, bei mir schwimmt auch was rum. Okay, ist das bis hier hochgekommen? Das war ein Fisch, ne? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich habe meinen eingesammelt. Ja, ich glaube, ich habe meinen auch eingesammelt. Ich werde es einfach mal weitermachen. Zum Glück kann ich ja runterspringen. Ich habe meinen eingesammelt, aber ich tue mal hier meine Scheißsachen in die Kiste und dann komme ich wieder. Ist das eine Kiste? Nee. Ja, stimmt, der Nilo ist bei uns, das ist richtig. Schöne Grüße vom Eiterbeule. Ah, IT, ja. Schöne Grüße zurück. Ja, am Anfang IT. Hat mich, glaube ich, sogar besucht in der ersten Folge oder so. Echt? Nice. Ja,
der IT. Okay, ja, nice. Ich baue eine Werkbank, obwohl hier eine... Alter, ich bin so lost manchmal. Es ist unglaublich. Wenn da mal eine leere Kiste ist, sag mir mal Bescheid, dann würde ich mein ganzes Zeug, was ich gerade nicht brauche, reinlegen. Dann können die Jungs sich das holen. Eine. Ah, perfekt. Also leer ist sie nicht, aber sollte noch was von dir reinpassen. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Eisen, Mann. Ich tue einfach mal jetzt alles rein, was ich nicht so dringend brauche. Zäune. Ja, die checken gerade die Legs ab, also vielleicht geht's gleich wieder besser. Mhm. Emerald braucht man erstmal jetzt auch nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, wir werden natürlich Annika so beschützen. Also wie gesagt, nochmal zur Info, ja, mit Mate. Da gab es ja übelst Diskussionen darüber und wird immer diskutiert, vor allem kaum. Die Sache ist die, Nidos, wie habt ihr festgestellt, dass er da das betrügt? Ich kann das Video nachher gerne schicken. Ja. Okay. Also es gibt, wie gesagt, einen Beweis dafür. Nochmal richtig, für alle. Ja. Und das kann nochmal Nidos ganz kurz, einmal ganz kurz, dass es einfach beendet ist, auch fürs Video, dass es vorbei ist, weil ich wirklich die ganze Zeit auf Twitter schreiben welche Leute dazu was absolut unnötig ist, weil ich habe zum Beweis, Nidos hat es gesehen, ich glaube Firegold auch, und dann wurde ich dazu sogar auf Twitch angeschrieben, also auf WhatsApp hat er mich angeschrieben, hat gesagt, hey yo, bist du dabei, dies und das, weil er uns hintergehen will. Wenn jemand das Team verlassen will, haben wir auch gesagt, okay, wenn er es will, macht das so, wir sind ja friedlich, aber so, aber wenn uns jemand sagen. Ja, und nicht uns beklauen und abhauen. Ja, die hat ja das ganze Zeug aus den Truhen raus. Das war ja das Problem. Ja. Man hat ja in der Folge davor auch gesehen, dass wir irgendwie gefragt haben, yo, wo sind die 40, 50 Eisen hin? Und keiner hat was gesagt. War ja noch mehr, war ja viel halt mehr. Gold war weg, die Arrows waren weg. Ich habe locker 40 Eisen reingetan. Ja, das war, also insgesamt war das super viel Material, was auf einmal verschwunden war. Einer hat sich verpisst, dann, der andere hat sich verbuddelt und ja, der nächste. Hugo, ja, genau. Und dann hatten die halt ein Video gemacht oder halt gestreamt, was dann halt ein Video war, wo sie drüber geredet haben: Ja, wir wollten eigentlich sowieso gehen und wäre zwar voll der 31er-Move, aber machen wir trotzdem. Und ja, dann sind wir der Sache halt zuvor gekommen und haben sie getötet. Alter, das mit dem Angeln ist gerade ein bisschen, keine Ahnung. Wir werden gerade gededost. Unge hat gefragt, wer von uns das ist. Ich habe gesagt, ich, sorry, falschen Knopf gekommen. Was geht bitte bei Simon? Wieso, was ist los, Lasser? Also ich kann Simon nur das Angebot machen, alles über unsere Infrastruktur laufen zu lassen. Da kannst du nicht dedosen, da ist Feierabend. Hey Leute, hat jemand von euch noch ein String übrig? Leider nicht. Moment, kann ich dir gleich sagen. Ja, hab ich. Wo bist du? Ich bin beim Enchantment Table. Okay, ich komm. Das wäre ganz cool. Ich habe noch einen weiteren und dann komme ich eigentlich zu euch. Ja, hier. Hi. Hi, Horst. Bitteschön. Danke. Und? Oh, das leckt. Das soll ich hier so in der Hand. Es ist halt, also furchtbar heute. Und es dauert doch ewig, bis man es geangelt kriegt. Ja. Das ist richtig schlimm, ja. Ich kann... Boah, alles fünf. Hat jemand ein paar Level? Kann jemand meine Angel verzaubern? Wisst ihr, welcher Ebene hier Eisen spawnt auf der Map? Gibt es irgendwie eine Richtlinie oder sowas? Ich glaube, ist scheißegal. Also wie immer. Ja. Die Angel kann ich maximal auf. Ich brauche 6 Level, um die zu enchanten. Ja. Ich brauche 5. Nee, okay, dann muss ich erstmal ohne enchanten. Ja, meine ist auch schon relativ kaputt. Ich hoffe, dass wir bald genug Fäden haben für neue. Oder dass ich eine Angel mit Unbreaking. Der leckt einfach so. Ja, wir werden gededost. Deswegen. Boah. Ich glaube, ich habe das Projekt noch nie so friedlich gespielt wie jetzt. Ungelogen. Ja, vor allem so ruhig, gell? So ruhig, ohne Stress und angeschreit. Ich kann das eigene Team. Oh, da wurde jemand getötet. Was? Ja. Habt ihr irgendwo einen Angelspot? Wo Paul Terra ist tot. Oh nein. Der Arme. Der Suppenmeister. Hä? Der ist voll der friedliche RP da. Steht's halt. Null. Ja. Der Arme. Ich hab's überlesen. Habt ihr irgendwo einen guten Spot, wo ihr gut angeln könnt? Ich komme mir nirgendwo an Wasser. So schönen Gruß von Unge. Schönen Gruß zurück an Unge. Wir stehen hier draußen an der ersten Ebene. Mauer. Ahnung, wie sich das hat. Ach, unter dir, ja. Okay. Ja, wir haben so verbaut, dass ich gar nicht mehr Selbstorientierung habe und so. Boah, ich brauch Eisen, Mann. So, schönen Gruß zurück an Unge. Mein Angebot steht. Wir stellen gerne die Infrastruktur von uns zur Verfügung. Die kann nicht gededost werden, da garantiere ich für. Und zwar mit meinem Namen. Da kannst du dir draußen, bis du schwarz bist, da passiert nichts. Das wird man gar nicht merken. So. Brauche ich die Bücher? Nee, brauche ich. Also alles, was ich nicht brauche, packe ich jetzt erstmal hier rein, damit die Leute das sich nehmen können, ne? Vernünftigerweise. Guck mal, einen Bogen würde ich gerne aufheben. Essen. Oh, brauche ich gar nicht. Guck mal, wie viel Fisch. Essen werden wir nachher so viel haben. Essen wird echt nicht mehr so, not so necessary. Sticks können wir nochmal mit reinlegen, brauche ich gerade nicht. Wobei, doch, heb ich mal auf.
Strings hätte ich dann auch gerne. Strings wär cool, ne? So, einmal aufgeräumt und sortiert. So, ich feiere dich. Dankeschön! Hobbybe, danke. Danke für die Donations, Leute. Es ist, ey, ohne Mist, es ist einfach so ruhig. Es ist so gechillt. Ich mute mich jetzt nur, dass ich nicht die ganze Zeit dazwischen laber. Wunderschön. Mit der Angel hier vorne jo. Am Ufer. Warum forscht ich den Feld des Wassers nach? Würde. Ich glaube, wir sollten uns zum Angeln irgendwo eine sichere Position verziehen. Netter hier vorne an vorderster Front. Ich mache das tatsächlich mit Absicht. Ich mache das tatsächlich mit... Wo du Eisen suchst. Nee, ich mache das gerade mit Absicht, hier vorne zu stehen, damit ich sehe, wenn einer angerannt kommt. Okay. Ja, so. Also ihr dürft gerne weggehen. Ich bin wirklich nur hier als Wachposten. Und angeln. Das ist egal, ob du ganz unten am Boden nach Eisen suchst oder oben. Eisen kann überall spawnen. Ja, jemand hat so eine... Wenn du unten bist, hast du halt die Möglichkeit für Gold noch. Deswegen ist schon... Ja, ja, deswegen. Hallo, Baloui. Kurze Frage nur an euch. Hallo. Hat jemand von euch noch Leder? Ja. Ja, ich habe 14 Leder. Ich habe gerade mein Leder in die Kiste getan. Hast du unten in die Kisten geschaut? Oben. Ja, da unten waren halt nicht. Waren nee, hier oben. Stück drin. Hör mal, hier oben. Ich hab doch gerade, ich bin doch nicht doof. Ich hab doch hier oben gerade ganz viel Leder reingelegt, oder nicht? Warte. Ich guck mal nach für dich. Vielleicht bin ich auch da einfach der Doofe. Nee, ich. Doch, 10 Leder habe ich noch. 10 Leder sind hier oben in der Kiste, warten auf dich. Kannst die abholen. Okay, super, dankeschön. Wenn es hier noch irgendwas gibt. Ich habe auch noch Bücher, gibt. Ne? Wenn ein, oh ja, die nehme ich auch. Die nehme ich sogar noch lieber. Ja, Bücher habe ich auch noch 10 Stück. Ich lege sie dir auch direkt. Aber für die Bücherregale, oder? Machen wir es. Ja, ja, ich mache es für den Verzauberungstisch. Ja, hier. Genau. Okay. Nicht auf Bücher entscheiden, das ist unnötig. Mal länger. Also ich bin rausgeflogen gerade. Nice. Gut, liegt jetzt beides. Oh, Annika ist jetzt doch da. Ja. Ich habe einen verzauberten Bogen mit Power 4 gekriegt. Nice. Boah, nice. Oh, nee, oder? Geile Sau. Ui, jetzt habe ich auch einen Bogen. Wieso seid ihr noch... Oh, ich hasse es. Ich angel nur Fisch. Ja, ich auch. Nur Fische die ganze Zeit. Ja. Ich bin wieder um. Bis später. Tschüss. Bis später. Tschüss. Aber ist, glaube ich, auch die beste Session, wo man jetzt angeln kann, wenn es eh die ganze Zeit leckt. Also sind mit über 100 Leuten gestartet. Es leben jetzt noch, glaube ich, 60. 64. 64 waren es gestern Abend. Gerade ist einer gestorben. Also 63. Also 60 auf jeden Fall leben noch. Also sind schon 40 Leute gestorben. Oh, im Eisen. Peter, die haben Pieps tatsächlich geschnappt. Der würde ich auch denken. Sie auch, was geht hier ab, Alter? Ja. Ist man mal ein paar Tage weg, auf einmal ist hier. Ey, bei mir ist er total verbuggt, ey. Mit der Angel. Ja, hier ist alles verbuggt. Spark, ja. Man hört sich bei dir übrigens selber. Rot, sollte eigentlich nicht. Was, so bei sein. Mir? Mach ich mal ein bisschen leiser. Nee, bei Spark. Oh, nee, das Spark kann ich mich nicht selber. Ich mich auch nicht. Ja. Also, wenn ich halt gerade am Reden bin. Ja, genau. Okay. Wo ist eigentlich Kev? Keine Ahnung. Noch habe ich ihn nicht gehört. Ist der hier so. Drin? Och ja. War das Angeln irgendwie mal schneller oder? Ja, irgendwie, warum, ne? Warum ist dann Kugelfisch? So, der einfach so im Wasser. Ich habe den rausgeworfen, brauchst du den? Also, brauchst du nicht. Ich habe das Gefühl, Leute, dass irgendwie gleich irgendwas. Es kann einfach irgendwas passieren. Ich habe das Gefühl, so da. Ich weiß nicht. Ja. Der reicht schon da vom vielen und zu töten. Ich glaube, dass hier heute alles komplett ruhig bleibt und nichts passiert. Wäre auch abwarten. Mal schön, mal einen Tag lang. Ganz kurz, mal... Spark, gehört ja. Der Cornel zu uns? Ja. Ja. Ah, okay, weil den wollten wir ja gestern killen. Und... Ja, der hat uns ja den Dia noch gebracht für den Verzauberungstisch und dann wurde er verjagt von alles klar, okay. Fix und so. Okay, danke. Wusste nicht Bescheid. Ja, das ist halt das Problem an so einer riesigen Truppe, ne? Ja, kill mal Unge, ne? Das ist eine gute Idee. Erstmal Unge töten, finde ich super. Hä, warum ist mein Hunger wieder voll? Ich habe gerade noch Hunger. WTF. Weil ich brauche unbedingt eine neue Verzauberer. Ich bin echt am Überlegen, Leute, hier zu angeln oder irgendwie so, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber das Angeln dauert zu lange. Irgendwas stimmt hier nicht. Also es dauert wirklich viel zu lange. Ich finde es sehr eigenartig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde es komisch. So, Unge kann man nicht töten. Nee, kann man nicht, Tim. Geht wirklich nicht. Mending kein Fisch. Braucht nur ein Mending Angel. Mending auf der Rüstung brauchen wir nicht. Das ist tatsächlich so. Brauchen wir wirklich nicht. Für was denn? Weil wenn du fightest und bis die Rüstung tot ist, bist du schon 100 Mal gestorben. Das ist, da hat der Spark of Phoenix recht mit. Die da schon ein bisschen drauf achten, dass sie das sinnvoll verteilen.
Ja, die verteilen die so, dass sie Konflikte damit schüren. Und bei uns ist ja kein Konflikt. Also. Was ja. cool wäre, wäre auch, wenn er jetzt einen Diablog einfach finden Die würden, können ja auch nieten lassen, oder die explodieren, wenn du draufklickst. Deswegen, ich glaube, wenn bei uns einer landet, dann... Schicken wir Annika vor. Hat er nicht gesagt. Es leckt so, dass ich teilweise nicht mal sehe, wenn was anbeißt. Echt? Okay, so krass ist es bei mir tatsächlich nicht. Also, der Fisch verschwindet halt, weißt du, kommt so ein Fisch angeschwommen, dann verschwindet er einfach so, bevor... Bei mir. Wow, ich höre hier nur die ganze Zeit Leute, die Schaden kriegen und ich verstehe nicht, warum. Mir wird gerade gesagt, dass Firegoden wohl beim Minen Probleme haben soll. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt der Schaden. Das könnte sein, aber es wäre, glaube ich, zu weit weg, dass ich das hören würde. Weiß nicht. Ist halt wirklich ruhig. Also so ruhig war das hier noch nie. Ja, ist aber auch so entspannend. Das ist so gut. Ja. Das ist balsam für die Ohren. Ja. Leute, wir werden überleben. Yay! Ja, bis sich die PvP-Teams komplett zusammenschließen, dann... Das würde auch passieren zum Schluss. Da wette ich drauf. Wer ist das da hinten am Strand? Das ist eine epische Schlacht. Da hinten ist Stegi. Oh, lul. Da hinten ist Stegi. Ich sag doch, deswegen angle ich hier, damit ich sowas mitkriege. Er hüpft. Er hüpft. Was will er hier? Es sieht aus, als ob er auf die anderen wartet. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Mhm. Oh Gott. Wollen wir den anderen mal Bescheid sagen, oder? Hallo sagen. Hallo sagen. Also, okay. Nee, also ich hab Sturm. Flo gehört nicht zu uns, ne? Der springt immer hin und her und der ist eigentlich so nicht auf PvP. Ja, der unbedingt so ein Teamhopper, so ein bisschen. Genau, ich hatte mir ja gestern auch gesagt. Uns, ne? Ist noch wichtig, kurz. Weiß ich nicht, musst du mal am besten Alex oder Paul fragen. Die wissen da mehr drüber. Okay. Oh, der nächste. Oh. Und der nächste tot. Nice, SpaceX, gute Sache. Echt? Oh. Haben wir noch Angeln? Ja, nein, nein. Also gerade ja, nein, Nein, Entschuldigung. Okay. Wir brauchen Spinnen, wir brauchen dringend mehr Strings. Wir müssen halt echt auf Spinnenjagd gehen nachher. Kann man die Pufferfische nicht für Gifttränke benutzen? Ja, wir haben das Stegi vor unserem Mädchen, oder? Lol, Schmockis gestorben. Ja. Lol. Was? Was? Er ist nur auf der Durchreise. Lol, Schmockis ja. tot. Das ja. ist der PvP-Spieler, der mit Venien so rumläuft. Lol. Ja. Warum steht Stegi da, Freunde? Er sagt, er ist auf der Durchreise. Keffel hin und die Tür. Also Stegi hat das jetzt immer alleine gespielt. Ich glaube nicht, dass er jetzt für irgendwen spioniert. Und der Keffel ist gerade auf dem Trip, auch alles töten, also. Was hier in die Nähe kommt. Gehört Flo Schmocki, zu uns? Ey. Das weiß ich nicht. Das müssten Alex und Paul wissen. Aber irgendwie sagt mir der Name was. Ja, Flo JFM. Warum? Der Name sagt mir was, ja, aber der ist nicht in unserem Team. Nee. Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Stegi fragen, ob er handeln will. Ja. Nee, hat er nicht. Nee, schade. Schade. Also er hat auf jeden Fall einen Dia dabei. Ja, Firegoden ist noch im Team. Wir sind nur in mehreren Channeln jetzt. Naja. Stegi aber ich hab gehört, man darf Stegi nicht töten. Stegi hat auch, ich glaube noch irgendwas mit Dia hat er noch. Pfeile. Greifen Stegi an. Ja. Auxi, Phoenix, ja. Escation ist dabei, ne? Da hab ich... Oh nein, wo ist er hin? Ich sehe Wollen wir Stegi aufnehmen oder nicht so? Hä, die schießen doch auf uns, oder nicht? Nee, die schießen auf Stegi. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen, Leute. Ja. Sagt mal den anderen Bescheid, ne? Ja. Ja. Wir sollten uns möglicherweise alle 10 Minuten sich immer mal in den Channel begeben. Ja. Wir können ja auch Stegi zur Not kurzzeitig aufnehmen, dass er sich hier retten kann. Muss ja nicht heißen, dass er bleiben soll. Ihr habt es gesehen, ne? Vorne ist Stegi und so. Ja, Stegi wird angegriffen. Es wird gerade beschossen. Ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen. Nein, nur Stegi ist, Ja, aber das findet direkt vor unserer Base statt. Das sind mindestens 5 Leute, so viele Pfeile. Leute, ich habe eine Idee. Wir könnten die Pfeile einsammeln. Random. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich gehe nicht raus und Pfeile einsammeln. Hier raus, wir stehen da ja. Sammeln Pfeile ein, bis gleich. Ja, keine Ahnung, wer... War nur so eine Idee, ne? Die stehen genau da vorne, stehen die ja, wo die... An sich ist die nicht schlecht, aber einer muss sie opfern. Nee, die sind schlecht. Der Elle geht gerade und sammelt die Pfeile ein. Wir können die einfach fangen. Die sind gedespawnt, what the fuck? Ja, nee. Infinity-Bogen? Ich weiß nicht. Die spawnen nach 60 Sekunden. Alter, ich hab grad fast mich angezündet. Ich wollte sie gerade aufsammeln. Nee, ich glaube, das war ein Infinity-Pfeil. Es könnte sein, dass die Glück hatten. Okay, ich steh gerade immer noch gar nichts. Das ist eher unruhig. Schnapp dir eine Angel und angel. Aber kriegt momentan auch nur Fische raus, also so produktiv ist das auch nicht.
Der Ach, hallo, Freunde! Brian, ich Brian. Ich hab gerade eben erst gerafft, dass wir einen Discord haben. Wir haben das in Infos gepostet bei uns. Ja, oder? Ich war heute den ganzen Tag mit meiner Freundin am See, deswegen. Phoenix ist immer noch hier und rudert um uns rum. Ja, ja, deswegen, was ist da machen wir? Gehen wir da drauf, oder was? Nee, ich würde nicht rausgehen. Da draußen ist gerade irgendwie... Ja, da steht das Stegis Team vor der Wand raus. Nee, ich mein, bei mir die Tür wollten Stegi töten. Wer ist denn? Gehört er zu uns hier? Ja, das bin ich. Der Alex, aufmachen, ja. Bitte. Kannst aufmachen. Danke. Wir haben noch irgendwie hier Schild zum machen. Hat denn einer von euch einen Bogen oder ein String? Ja, ich kann gleich machen. Ja. Strings ist halt unser Problem. Deswegen, wenn Nacht ist, müssten wir eigentlich raus und holen. Aber shit. Ja, deswegen, wir können nicht den ganzen Tag jetzt hier drinnen hocken, glaube ich. Nee, wir brauchen dringend Strings, dringend für Angeln. Dringend Fäden, ja. Aber wenn die jetzt natürlich direkt vor der Base alle rumhampeln, haben wir ein Problem. Ja, genau. Wer stand denn da gerade? Fünf unser Team. Das Angreifer-Team. Ja. Ja, genau. Das heißt, Stegi wurde ja gerade angegriffen. Der hat da ein paar Hits kassiert, auf jeden Fall. Ja. Ich habe Déjà-vu. Jetzt ja, wir müssen jetzt raus. Okay, das ist die Frage. Könnte man einen kleinen Trupp vielleicht bilden? Die waren doch gerade zusammen. Die waren doch gerade zusammen. Die haben doch gerade zusammen. Hä, die sind an uns vorbeigefahren. Okay. Vielleicht haben die Mist gemacht oder sich gejagt oder sowas. Ich verstehe nicht, was da passiert. ETF? Wer hat noch keinen Banner für sein Schild? Ich hab einen. Ich hab keinen Banner. Ich hab auch keinen Banner. Mach ich das einfach zusammencraften? Early Boy hat schon. Einfach mit da ist Schild noch ein Boot. Ja, ich hab nicht mehr. Ich brauch jetzt Wolle. Entschuldigung, Gaming Guys. Warte mal, Missouri zu uns? Wollen wir Wolle holen? Ist Missouri? Nein, ich hatte gar nichts zu uns, ne? Ja. Wollen wir eine Expedition machen, um Wolle zu holen? Wir brauchen halt Wolle für die Schilder. Also Karawas und Mitsuri sind hinter uns. Kommt mal nach hinten. Also wir sollten uns nicht trennen, weil gerade haben wir super viele Teams bei uns. Gerade nicht später. Würde ich auch sagen. Also Mitsuri hat aber angedeutet wohl, dass sie friedlich sind. Hat hier mit dem Schild gewackelt, also keine Ahnung. Ich trau gar niemandem. Ich trau hier auch niemandem. Heißt nicht, dass wir gleich alles töten müssen, was hier zu nahe kommt. Doch. Die werden jetzt angegriffen. Oh, ja, aber gut, ein paar mehr Dias wird uns ja auch den Bei Louis, ich mag eine Einstellung. Genau, wer hat denn hier aufgemacht, lol? Bisschen Roleplay, ein bisschen genau, Donpa, sein. Lass Donpa in Ruhe, der bringt uns einen Dia, Kev. Ich dachte, er hat den schon gebracht. Kev ist sogar nicht im Channel. Der war doch gerade... Ja, das ist das Problem, wir haben gerade 3 Discords, auf denen wir aktiv sind. Channel-Hopping hier. Ja. Ist er auf einem anderen Discord, gell? Ja, Suro-Discord, da ist Pete, der ist halt nicht hier. Ja, Pete sollte mal rüber. Ja, ich hatte dadurch ja extra den Link geschickt, den er schicken kann. Ich mache alles für den Level-Chat, ich weiß, es ist gefährlich, aber... Alex, kann ich nicht da lang. Leute, gehört dir der Spieler Karawas zu uns? Hier nein. Tauchen? Nein. Ganz sicher? Ja. Ich weiß es nicht. Doch, der gehört nicht zu uns. Okay, danke. Er sollte aber eigentlich auch friedlich sein, also... Ich habe schon mit ihm ein paar Mal geschrieben. Ich glaube nicht, dass er sonst nicht angreifen will. Schau mal, wer stirbt denn heute alles? Das ist ja heftig. Alec, kommst du rein? Es juckt ihn gar nicht. Ein Lederstiefel. Oh mein Gott. Ja, was ist stirbt, Alter. Wer kriegt da Schaden? Alec. Mega lost. Also, wenn dann. Mit Lava-Trap und allem. Wir haben schon. Sie sollen Heaven bauen. Okay, gut. Gerade geht's aber, ne? Der Server leckt nicht mehr. Ne, der Server leckt gar nicht mehr. Doch, gerade hat er mal kurz einen Schub aufgehabt, aber sonst. Hallo? Oh mein Gott, er hat mich so erschrocken, ey. Oh, oh Gold ist auch echt. Ja, da sind wir doch relativ viele hier im Channel, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Channel ist. Wir sind die coolen. Ich wollte nur hier rüber gehen. Ich kann gerne woanders hingehen. Leckt der Server? Ja, nee, alles cool. Scheiße. Bist du schon bei uns, Peter? Ja, ich bin in der Wasserbase. Hat denn jemand ein Eisen, bitte? Du hast nicht so gut. Ich hab Eisen. Liegt hier. Ich habe einen Diamant, den ich dem Team spenden kann. Das ist das, was ich... Oh, du kaufst dich einen Eisen, Leute. Da vorne ist das Schild. Dann haben wir theoretisch 2 Dias für ein Schwert, oder? Wer hat denn den einen Dia? Leute, vorne am Ufer ist eine Spinne. Peter, bleib mal stehen. Wo ist der? Ich weiß nicht, wo ich spielen will. Ist sie ganz... Oh ja, sie ist ganz nah. Ich gehe. Ja. Dankeschön. Warte, ich komme mit, Sinus. Der hatte ich noch übrig, deswegen. Und ich habe dir Essen gegeben. Peter, Sinus, von da. Wer Zombie-Fleisch essen smart? Nein, ich hab den extra. Ich hab den noch essen. Nee, ich meine, weil ich keinen Hunger krieg. Oh Gott, ich dachte gerade, als Spieler. Suppe nicht essen. Ja, ich bin auch mitgekommen, weil. Aber die kannst du auch nicht essen, wenn du keinen Hunger hast. Hab 2 Strings. Sehr gut, weiter Angel. Ich brauch dringend eine neue Angel. Platziert, damit ihr weggehen könnt. Peter, du sollst deine Hose anziehen. Oh, die sind ja richtig viele, Leute. Hab ich gemacht, dankeschön. Ja. Okay, gut, dass ihr das Boot platziert habt.
Sorry, ich dachte, ich schwimme. Ich schwimme ist in der Minecraft-Version jetzt auch. Hat wer vorher noch Heilung? Ich habe übelst viel Herzen gerade verloren, Mann. Echt? Oh, ja, alle ich habe Schuppen, wenn du Hunger hast. Ich glaube, ich habe noch. Ich habe Fleisch halt ohne Ende, aber es bringt wow. nichts, ne? Wow. Wer hat auf Horst gerade geschossen? Da, das ist hier ein Typ mit Reizack. Ja, das sind diese raus. Unterwasserviecher. Nein, schnell rein, sofort. Was, Typ mit Reizack? Ja, das sind diese Unterwasserviecher. Oh Gott, ein Gaming Guides. Mach so ein, auf. So ein Seemann. Ja, ja, fahr weg, Gott, Alter. Fahr weg, fahr weg. Ab. Ja, fahr weg. Ja. Die sind übel gefährlich. Wen darf ich ins Wasser schubsen? Early? Danke. Ja, aber was eigentlich ganz... Der ist direkt unter unserer Early. Das wäre eigentlich klug, den zu töten, Klim. Wen, sowas den kann er droppen? Dreizack? Das wäre ja. richtig geil. Warte. Was bringt der Dreizack? Der kannst du verschlagen Waffe. Und so. Alle mit dem Bogen. Jo. Also, da wäre sogar meine Mama stolz. da wäre sogar die Mama stolz. Wir brauchen immer noch Strings und Wolle. Ne? Ja, ich würde Wolle holen. Ich habe keinen Bock, da mich runterzubauen. Ich brauche halt auch dringend. Das ist gerade etwas ekelhaft. Immer. Wir kriegen die schwer los. Was wären wir schwer los? Da sind zwei Leute mit Dreizack, zwei Drowns. Och Mann, haben wir nicht hier drin irgendeine Möglichkeit innen zu angeln? Unbreaking. Nein, haben wir, das ist alles River. Juni. Aber schießt der zu dir hoch? Wir können die doch mit dem Bogen abschießen. Wir haben doch Bögen, oder nicht? Ich habe keine Pfeile. Ich hab Pfeile. Wie ist das mit einem Schild? Block ich da 100% von einem Pfeil- und Bogenschuss? Ja. Na, ich glaube nicht. Vorhin, ich habe ein Video geschaut. Wow. Die hat mich erwischt, die Drecksau. Leute, der macht Ultra-Damage. Ja, macht er wirklich. Und jetzt schießt er auch noch hier hoch. Ist er dort unten? Ja. Der ist direkt unter mir. Alter, ohne Witz. Macht doch nur Wasser. Gaming Guides. Ich schieß mit dem Bogen auf ihn. Tu's. Du musst weg, wo ist er? Horstflock? Ja. Wo ist er? Hier, direkt unter mir. Der ist direkt unter mir hier irgendwo. Oh shit. Ich sehe nur die 13. Ist das Ding eigentlich so ekelhaft oder was gurgelt hier so? Das ist der. Durch den Drowned. Das ist der. Ich hab Mob-Sounds aus. Ja, moin. Kursam, Sarah ist gerade fast durch einen Creeper gestorben, wird mir berichtet. Echt? Ja, leider nur fast. Karma. Nicht wundern, Flix und Onpoint kommen jetzt, die gehören zu uns. Nein, die sollen nicht sterben, die mussten durch unsere Hand sterben. Also Flixbus ist okay, ne? Ja. Flixbus und Onpoint sind rot. Flixbus. Okay. Flixbus ist scheiße. Gibt's eine Methode, wie man schnell Hunger bekommt, außer sprinten? Irgendwie kriegst du ja nie Hunger. Abbauen. Wo ist der denn jetzt hin? Schaden bekommen normalerweise, aber so funktioniert das sicher nicht. Also kannst Schaden. Machen, ja, hol dir mal Schaden. Leute, wir haben jetzt nur zwei Strings, ne? Ich hab die Angel gemacht. Ja, weil ich bräuchte eine neue dann. Es wurde gerade in der Chat der Frage gestellt, ob wir Sarah in Ruhe lassen würden, wenn wir ein Dia dafür bekommen. Auf gar keinen Fall. Das ist die gegenüber. Most wanted hier auf dem Server. Wir können sie ja Dias anbieten, wer uns ihren Kopf bringt. Ja, genau. Okay. Frage ist ja, für den Pizmi-Chat, warum ja, hast du alle Sarah? Ach so. Sie hat Thunder getötet. Nach 5 Minuten. Okay, alles klar. Aber Sarah, hast du es jetzt auch im Pizmi-Chat am Start? Sehr gut. Bester Mann. Scheiße. So, Pizz, hattest du Wolle? Ich krieg nur Fische, ne? Ist unfassbar. Ich hab so ein Pech. Warte mal. Okay, schade. Warte mal, vielleicht hatte ich welche und hab sie weggebracht. Was ist die Aufgabe von Gaming Guides? Rumstehen. Beste Antwort, Stanny, beste Antwort. Aktuell 70% der Leute. Ja, wollte ich gerade sagen, das gefällt mir. Hit and run. Shit. Ja, Antwort ist nein. Klar, mach mal so 6er oder 7er Trupp an Leuten, die mal. Ja, ich bin dabei. Ich will einfach. Okay, dann lass mal den Sprachchannel 4 gehen. Die Leute, die jetzt Follower gehen mit. Also wenn ich jetzt wegen einem Lag sterbe, dann kotze ich, weil ich gerade über einen Creeper kämpfe. Ja, aber Alpha-Stab wurde auch wieder belegt nach dem Lag, wo er gefallen mad. Ist. Also ich finde, der Server lag fast gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Jetzt gerade nicht. Oh, okay. Oh, Halleluja, Alter. Okay, geschafft. Sag mal, hat jetzt mal einer einen mendigen Bogen mendigen Angel? Ich habe eine Tripwire-Hook gerade geangelt. Also die kann ich anbieten. Wow, oder zwei Strings nehme ich auch. Zinus, kommst du auch noch mit? Leute, echt eine neue Angel, die ist RIP. Nee, ich muss jetzt verzaubern, ganz kurz. Ja, danach? Hä? Das kriege ich an der ganzen Gruppe, sehe ich eher darin, dass irgendeiner mal hier sich reinschleicht und jeder denkt, ja, das ist ein Mate von uns natürlich. Ja, deshalb ist das Wichtige, dass wir jetzt endlich die Banner auf die Schilder kriegen. Weißt du, warum? Deswegen sage ich ja Wolle. Also mir wird gerade gesagt. Ja, dann gib mir den Bogen so lang. Wieso hast du. Ah, den Bogen? Ja, kannst du haben. Mir wird gerade gesagt, ohne möchte aber die. Aber stirb nicht damit.
Was möchte Unge? Mir wird gerade gesagt, Unge möchte in 8 Minuten die Squads kürzen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ihr wisst, ne? Wird viel Scheiße erzählt, aber es kann ja alles passieren. Was ist die Squads kürzen? Also wir halt, ne? Dass er die einzelnen Teams kleiner machen will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bin gerade erst drin, das wäre frech. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, das macht gar keinen Sinn, da das halt so ein Roleplay-Charakter ist, weil irgendwann müssen wir uns gegenseitig auch bekriegen. Ja, ja, ich denke mal eher, müssen wir nicht, wir können auch durch Naturkatastrophen sterben. Ja, oder genau. So. Die größeren Teams kriegen mehr Katastrophen ab, so will ich das halt an seiner Stelle regeln. Ja. Ich bin schon ein Spaß. Ah ja, Nilo, das hat keiner verstanden. Du bei mir. Das mit dem Angeln geht jetzt aber auf einmal schneller, also ich glaube, das ist wirklich am Server. Ja, aber ich habe echt ein Problem, meine Angel ist gleich RIP. Jo, oh. Meine auch. Und ich habe bis jetzt fast nur Fische gefunden und kaputte Lederstiefel. Dito, das geht mir gerade auf den Sack. Hey, Lederstiefel sind doch gut, hallo? Was versucht ihr denn zu angeln? Verzauberte Bögen. Bücher, Bögen. Bögen, gute Angeln. Und vielleicht noch Strings, kann man Strings eigentlich angeln? Ja, nee, kann ja. Man angeln. Ja. Ja, das wäre halt das Beste. Leder, Strings, alles. Diese scheiß Fische, wer braucht? Wir kriegen eh keinen Hunger. Ist so. Ist halt echt so. Was, der Server schließt in 30 Minuten? Was? Ist schon wieder eine halbe Stunde rum? Alter. Ich habe noch nicht einmal Hunger gehabt. Nee, das ist aber der Server irgendwie. Vielleicht haben sie es vergessen. Was ziemlich ätzend ist, weil man sich dadurch nicht aufladen kann mit dem Ja. Warum haben die denn die anderen so Wolle gesucht? Oder warum braucht für man die so Banner. Für die Banner. Du kannst einen Banner auf den Schild machen, so wie wir den schon haben teilweise, und dann erkennst du, dass sie in unserem Team sind. Ich verstehe. Dann musst du die nicht angreifen. Würde oder jetzt also Sinn ergeben, mit ein paar Leuten Schafe zu suchen? Eigentlich schon, das machen aber auch einige. Ja. Achso, da sind schon einige los. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich mich am besten hier beteiligen kann, um Sachen zu machen. Willst du angeln? Ja, besser als nichts tun, wa? Ich geb dir sonst die Angel, weil ich muss ganz kurz auf Klo. Alles klar. Der ist aber nett. Der ist aber sehr nett von dir, junger Mann. Danke. Wie so im Online-Spiel, so das erste Level. Du bist gerade reingekommen in die Gilde, jetzt darfst du erstmal angeln, bevor du die großen Monster besiehst. Aber immerhin kannst du die Sachen auch behalten, die du ziehst. Ne? Das heißt, wenn du einen Bogen ziehst oder so. Ich habe zum Beispiel einen Bogen Power 4 gefunden. Boah, das wäre jetzt natürlich mega nice. Der ist aber so gut wie kaputt, also ich muss ihn heil craften. Ich will doch einfach nur Mending auf meine Angel. Oh, wer kommt da? Herr Bergmann! Herr Bergmann war auch nett zu mir. Der wollte auch eigentlich mich aufnehmen. Nicht, dass er jetzt sauer ist. Da ist ein ganzes Team. Izzy ist dabei. Selbstgespräch. Warum bin ich runtergefallen? Oh, shit. Wollt ihr den anderen mal Bescheid sagen, dass da ein Team steht? Ich muss jetzt erstmal mich hier retten. Wie komme ich hier wieder hoch? Ist das die Partyburg? Haben wir irgendwo einen Eingang? Herr Bergmann möchte sich... Ja. Also, ja. Ich muss sagen, ich vertrau Herr Bergmann und Co. nicht. Ich muss übelst ein, dringend. Wo du tauchen musst, oder du baust dich ein. Wer ist das hier? Vor unserer Base sind Izzy, Herr Bergmann, Stegi, Selbstgespräch. Habt ihr ja, hab ich mir angekommen. Wir haben keine Angel mehr, oder? Und die sagen, die würden gerne zu uns, die bieten uns an und würden gerne auf bei uns beitreten. Aber nee, da glaube ich nicht. Nee. Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Aber die wollten doch, also soweit ich weiß, wollten die 4 RP machen. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Die machen RP und erstechen uns dann hinterrücks. Ja, okay. Da hast du auch recht. Außerdem sind wir schon eine Menge Leute. Also 100% sicher, dass das passiert. Halt auch merkwürdig. Irgendwann sind wir alle. Wir alle 1 gegen 1 immer. In einer großen Arena und ungerastet. Das wäre geil. Das wäre aber echt noch geil. So hatten wir das in dem Team besprochen, was wir halt vorher waren, bevor wir zu euch kamen, wollten wir dann, falls wir die Letzten sind, das mit 1 gegen 1 klären, wer dann gewonnen hat. Ja, aber Naturkatastrophen sind auch geil. Das kannst du echt spielen. Aber denkst du echt, wir wollen zu uns oder nicht? Herr Bergmann weiß ich halt nicht, ne? Die sind vier Leute, ne? Also, kann ich schon verstehen, dass die Angst. Ich hab eine verzauberte Angel mit Mandy. Also, Izzy ist bestimmt was? Friedlich. Nice. Was ein Arschloch. Ich meinte herzlichen Glückwunsch. Ich brauch eine Angel. Ich auch. Meine ist weg. Ich brauch eine Angel. Auch die Fäden gegeben. Gib dem alten Mann eine Angel. Ich hab kein Bier. Gib mir eine Angel. Die Angel ist schon weg. Fuck! Ich meinte, hast du die okay. Angel? Ich brauch auch. Vor uns den Gegner, der Izzy und Herr Bergmann und so. Ja, danke für den Freund. Pete, hast du schon was Gutes geangelt? Nee, nur Scheiße. Also ein paar Fische. Ich weiß nicht, ob das ist ja nicht das, was wir suchen, ne? Ich will auch angeln.
Ich will auch angeln. Wir können nichts machen. Was können wir machen? Gar nichts. Warten. Verliert man Hunger? Nee, oder wie ist es jetzt? Nein, heute nicht. Ich hab echt wenig Leben, ey. Scheiße, Mann. Also generell, wir verlieren heute gar keinen Hunger, ne? Ja, das ist ausgestellt, Leute. Ja, ist es eigentlich normal, dass Nessie nur auf dem Platz steht? Was? Ja, ich bin schon die ganze Zeit gesprintet. Man verliert trotzdem keinen Hunger. Das nee, ist ausgestellt heute. Haben sie gerade gesagt. Ja. Das ist heute aus. Das hat auch ein Admin in den Chat geschrieben. Das eben schon was für eine Scheiße. Ich will mich aber heilen. Ja, das ist ja das Problem. Also für mich wäre es fein, wenn die vor unserer Base eine Base bauen würden. Ja, gut. Ja, stimmt. Dann sind die so quasi so eine Pufferbase. Ja, sowas in der Richtung. Ja, aber dann sehen wir nicht so gut die Angreifer, wenn die quasi von. Ja, aber die sehen die. Aber. Und Stegi ist fast. Was ich halt jetzt nicht verstehe, dass sie noch da stehen. Also, ich habe halt gesagt. Sie haben uns Neutralität angeboten. Oh, das ist das Neutralität, ja. Zu uns, wenn sie uns Sarahs Kopf bringen. Spark? Ja. Ja. Du wolltest Gunpowder? Ja, wenn er das sagt. Ich hab 4 Stück. Ich hab auch noch was. 2. Ja, das wäre ganz gut. Das wäre gut. Herr also, ich hab 0. Meine Vögelchen switchen mir. Ich bin beim Enchantment Table. Weißt du, wenn Schweizer neutral hören, dann denken wir immer gerade so. Ich gebe dir deine Angel wieder. Lifestyle. Ja, nee, mit Knochen. Hey, Jungs. Gunpowder. Ich hab gerade so viel Lavaschaden gekriegt. Ja, Balui. Ja, durch den nicht gerenderten Lavablock. Der war bei mir nicht angezeigt. Richtig scheiße. Zum ja, kannst du ja ungeschickt. Hat jemand einen goldenen Apfel, den er opfern würde? Nein, ich schicke das rüber, der gibt dir dann ein Leben wieder. Weil wenn das ich habe 3 Herzen noch. Ja, kann auch ein Kleinfehler sein, ne? Ja, wer war das mit dem Gunpowder? Hier, meine Wenigkeit Dardosch, ich such dich gerade. Hat jemand ja, Moment, noch sollen wir den jetzt anbieten, dass sie da vorne ihren Base bauen? Ich habe keine Ahnung, warum jetzt auf einmal wieder so viele im Channel sind. Das hat ja super funktioniert und es ist jetzt gerade irgendwie auch unmöglich, mit den Leuten zu reden. Schade eigentlich, sehr schade. Aber trotz alledem immer noch nicht so chaotisch wie die letzten Folgen. Gunpowder. Okay, darf ich mal ganz kurz reden? Was ist passiert? Oh, ich habe 2 Gunpowder. Zellensturm. Hat jemand noch Strings oder Angel? Ich könnte angeln. Ich angle mit meiner Angel gerade selber, aber falls ich gleich was anderes mache, würde ich sie gebringen. Darf ich mal ganz kurz was erzählen? Mir wird gerade beschwicht. Ich brauche kein Leder. Gemutet? Oh, ich bin gemutet. Haben ja noch nicht. Hallo, darf ich mal was erzählen? Mir wird gerade gesagt, dass die meine Synapsen quasi, ja, die haben gesagt, dass in den Synapsen von den anderen, in den GoPros drinnen rein, dass die nichts vom Kämpfen gesagt haben, sondern Frieden wollen. Je nachdem, also, ne? Hey, was für Synapsen? Oh, ich bin einfach am Angeln. Was für Synapsen? Ja, ich sollte mit meinem RP-Gespräch aufhören. Ich merke das schon, ja. Aber bitte so, dass wir es verstehen. Alter, dadurch hast du gerade, warst du an meinem Eisen? Fuck, ich bin am Enchantment. Ja. Hier bist du. Aber hab ich das weggenommen? Achso, das war nein, nicht nein, kannst du nicht. Dass die hier ranbauen können oder so? Die können doch vorne in der Base machen. Ja, genau, wir haben gesagt, dass sie in der Base bauen können. Ich glaube, das haben die nicht verstanden, weil die stehen da immer noch so. Wer ist das? Wahrscheinlich bauen die eine Base mit den Öfen und den Workbenches, die da hinbauen. Wer ist da vorne? Bergi. Ah, okay. Hey, Basti, wir haben viel gerettet. Ach, Dardosch, nimm dir da, wenn du Eisen brauchst, nimm dir. Nee, ich wollte nicht. Ah, die bauen doch, die haben Anfang. Kohle, beziehungsweise Level. Ich will eine Angel. Ja, okay. So, jetzt habe ich natürlich mein Luck of the Sea Angel bekommen. Okay, nice. Läuft. Ja, du brauchst noch Eisen, oder? Das Lustige ist, bald haben wir den ganzen Server unter Kontrolle und ich werde auf dem weißen Thron landen. Ah ja, so sieht's aus. Leute, haben wir jetzt noch ein paar Strings oder eine Angel für mich übrig? Ich glaube nicht. Ein String habe ich leider nicht. Ja, ich bin auch gerne und hat Wolle geholt. Junge Dame, ja, das wollte ich nicht wissen. Hey, ich habe mal eine Frage. Hat jemand von euch Wolle jetzt geholt? Ja, ich will Wolle holen, komm. Ich will auch Wolle holen. Okay, dann gehen wir da nach oben, oder? Hashtag Oma-Schlüpper. Wir brauchen aber jemanden, der einigermaßen gut im PvP ist, sonst kriegen wir es nicht hin. Ja, da bin ich raus. Sinus, let's go. Frank Stegi. Warte, ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nur Bier trinken. Was ist PvP? Was habt ihr jetzt vor? Das habe ich gerade nicht mitgekriegt. Plastik gegen Papier oder was? Wir wollten eigentlich Wolle holen. Ja. Aber es wird nachts spinnen und so. Ja, Mann. Kann jemand Pen und Paper von euch? Ich kann. Ja. Das war doch PvP. Ja, lass uns mal ein bisschen DSA spielen. Das riecht nice eigentlich. Ja. Wer kommt mit an Land, Spinnen töten? Ich komm mit. Ich. Sprechecke 2. Okay, wenn die uns angreifen. Ey, warte, was machen wir denn jetzt, wenn die uns jetzt in den Rücken fallen, Bergmann und Co.? Ich komm vom Wasser, keine Sorge, ich komm da. Hallo. Nilo, Alter, ne, ich wollte gerade klatschen. Oh, nee, bitte nicht, wir mal hoch zu denen, ob die im Suro-Channel sind, dann können wir ja mal ganz was mit denen quatschen. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, ne? Sind die drüben? Okay. Nee, sind sie nicht. Sind sie nicht, ne? Nee. Haben Angst vor uns. Warte mal.
Herr Bergmann. Hab schon geschehen. Gleich leuchten alle Spieler durch die Welt durch. What? Durch die Wände durch. Easy. Ja, das ist ja auch ein Hack. Nicht. Wir sind. Ja, dann trauen sie sich erst recht nicht mehr zu uns. Müssen halt. Das wäre übelst nice, wenn jetzt gleich irgendwer direkt unter uns verrappelt. Bis Ende. Ja, wir warten jetzt mal ganz kurz, weil erstmal mit Bergmann Texas das abklären. Wobei Basti Zock direkt hinfährt. Lol. WTF? Einfach noch ein bisschen Gold oder sowas, was man zusammenlegen kann, weil ich habe mir fehlen die Hälfte von Leben. Alter, Nilo, ich habe noch 3 Herzen. Ja, ich hatte auch vorhin 3 Herzen, ey. Warum ist Basti so schnell weggefahren? Weiß ich nicht, der ist auch direkt zu dir hingefahren, ne? Ja, hingefahren, direkt instant weg. Gehst du weiter, stirbst du. Ja? Kev und Basti kriegen jetzt wieder nicht mit, was passiert. Kev. Jo, darf ich mir einen Apfel nehmen? Ich gehe mal auf Suro-Discord. Vielleicht klappt das ja mit Bergmann. Ah, der ist ja early, oder? Also normale Äpfel nimm dir so viel wie willst. Ja, ja, nur normale. Ich muss mir auch noch einen Apfel holen. So, hey, dann ist mich mal ein bisschen ruhiger. Absolut lost. Absolut lost, meine Freunde. Wir sind das größte Team aktuell. Yes, geil. Ich hoffe, dass der das jetzt mitbekommt, der Herr Bergmann. Geil. Slash Glow, Bräude. Bei uns schönen auf dem Tag. Server. Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Ist ja nur der Horst. Ja, der Horst. Ich bin gerade mal kurz Vermittler für euch. Schönen guten Tag. Horst Flock, mein Name. Großes F. Guten Tag. Grüß Sie sich. Großes F, kleiner Stock. Ich hab, hören Sie mal. Wir müssten jetzt auf die Insel. Wir brauchen ein paar Fäden. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns nicht in den Rücken stechen. Nein, nein, natürlich. Nein. Also, okay. Das Friedensangebot kam ja auch von uns. Okay, sehr schön. Backstabbing können uns vertrauen, auf jeden Fall. So, hören Sie mal, ich bin ein bisschen was älter und ich höre nicht mehr so gut. Also, das Problem ist, ich möchte nicht abgestochen werden, ohne zu wissen, von wem. Also, seien Sie da bitte gnadevoll, bevor ich getötet werde, nochmal laut den Namen schreien, wenn es geht. Das machen wir sehr gerne. Verstehen Sie uns denn jetzt gerade gut, Herr Flock? Ja, so halber. Ich muss nur mein Goldgerät wieder neu justieren. Hallo. Okay, hallo. Ja, das ist auch der Wind, ne? Der Wind. Aber wir haben jetzt einfach einen Nicht-Angriffspakt. Wir sind ja jetzt freundliche Nachbarn. Das ist super. Wie geil ist das denn? Das helfen wir euch und andersrum. Hey, Delfin, Mann! Ich bin mit Delfin, Mann! Was? Was? Delfin? Delfin? Die können doch heilen, oder? Ich wollte schon immer mit Delfin schwimmen. Das ist viel doch, oder? Du bist nur ein Schwieriger. Harakiri! Alter. Ich bin friedlich. Ich bin ganz friedlich. Okay, alles klar. Können die einen heilen? Ich dachte, die können einen heilen, Delfine. Ich glaube, wir haben keine Angst vor den Zahlen. Wenn Delfine so gerne mag, kann er nicht böse sein. Ich dachte, Delfine schwimmt man nur in Miami oder so. Habt ihr Strings? Nee, wir genau das. Handeln. Ja, wir suchen Trinks. Was kriegen wir denn für dieses Strings? Wir nehmen auch Tanger. Habt ihr Wolle? Ja, Wolle und Strings. Nee, haben wir. Ich hab Wolle. Ich hab auch. Würdet ihr die geben und oder tauschen? Gegen was denn? Wenn man tauschen kann, dann tauscht man natürlich. Was gibt's denn? Was, ich weiß nicht, was braucht ihr denn? Wofür braucht ihr denn Wolle? Nur ein paar Diamanten. Für was wir Wolle benötigen? Für Diamanten können wir leider nicht tauschen. Das sind geheime Informationen, darüber können wir. Wir haben den Seniorenanglerverein gegründet! Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Seniorenanglerverein! Boah, da würde ich aber auch gerne dran teilnehmen. Irgendwann. Wir können euch vielleicht Leder anbieten. Brauchen wir Dominik, wie schaut's aus? Ich will jetzt nicht so weit weglaufen. Ich hab Angst. Na, für Bücherregale? Haben wir Bock auf Bücherregale, ist die Frage. Wir haben schon unsere Quellen. Also gerade aktuell ist bei uns eher so ein bisschen an der Heilnot, ne? Also irgendwie so Heilnot? Okay. Oder Äpfel oder sowas, wenn ihr auch einen Apfel habt. Okay, pass auf. Pass auf. Ja, normale Äpfel können wir, glaube ich, anbieten. Ja, haben wir viele. Leute, ich hab einen Goldapfel. Den würde ich tauschen, aber der muss was wert sein. Wie viel willst du denn für den? Ja, aber da habt ihr denn an Wolle und Strings so Verfügung? Ich hab vier Wolle und einen String. Wir würden dir unser. Ich hab einen String, aber den hab ich an, wa? Hör mal, den nehme ich auch getragen. Ich riech eh nicht mehr so gut, also das macht mir nix. Ja, das ist ja eine großartige Sache. Also, aber es reicht auch, ihr könnt auch normale Äpfel mit rumgeben, weil wir haben auch selbst noch ein bisschen Gold. Das wäre auch eine ganz gute Geschichte, ne?
Also aber wir haben jetzt, glaube ich, aktuell ein String, 8 Wolle, oder wie habe ich das? Ja, ein String habe ich auch noch. Ich habe auch noch eine Suppe im Angebot. Nee, warte, doch, ich habe noch eine Suspicious Soup im Angebot. Oh, das schmeckt. Ja, das ist ein Geheimrezept, hör mal. Das habe ich, ne? Suppe und zwei normale Äpfel gegen die Wolle und den String. Machen wir, oder? Ja, das ist seltsam. Also ein String und ein Wolle, meinen Sie? Nee, die Wolle, Wolle und String. Die Wolle, die ihr habt. Ach, weil wir, ja. Legen wir mal zusammen. Gebt mir mal alle eure Wolle und Strings. Dann gucke ich, wie viel wir haben. Also ich bin wir ja der euch auch noch Michi anbieten sonst. Das ist auch geil mit. Ich finde das so geil mit dem Klingeln. Horst Flock, wo bist du? Ich stehe direkt vor dem Bergmann. So. Du bist schon bei dem? Ja, ich chill hier, meine Basis. Also ich habe jetzt zwei Strings. Ach da, tatsächlich. Hallo. Herr Flock, schönen guten Tag. Hallo. Ich hab dir gar nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit zwischen euch stehe, oder? Nee, gar nicht. Ich könnte Horst sagen oder bleiben so hart. Nee, sie dürfen gerne Horst sagen. Ja, sag mal Horst. Ja, nehme ich Horst. Ja, der Horst. Bin auch dabei. Ja, bei. Hä? Jo, mal so eine random Head droppen. Ich hab auch sogar noch einen schwarzen Wolf. Guck mal, das geben wir auch mal direkt. Hallo. Also, ich hätte hier die Suppe. Kriegen wir zwei seltsame Suppen? Oder? Ich hab nur. Wir haben keine zwei, glaube ich. Ich hab eine. Also eine habe ich. Eine. Und zwei Äpfel. Bevor sich von hinten kommt, glaube ich, einer dieser Unterwasserungeheuer. Oh, ja. Der hat kein Ding. Das passt. Der hat keinen langen Paternus dabei. Mann. Ja. Okay. Also zwei seltsame Suppen fände ich schon ganz nett, muss ich sagen. Also ich habe noch eine Suppe. Ja, wir haben aber noch eine. Also eine Suppe würde ich mir auch reinschreddern. Also ich kann eine Suppe anbieten. Zwei Suspicious Stew für 8 Wolle und ein String ist ein bisschen viel. Pass auf, ich habe die Suspicious Stew. Kann man aus dem Gacha-Automaten holen für ein paar Yen. Pass auf, ich habe die Soup, ja? Habt ihr noch eine Angel? Nee. Sonst würde ich jetzt noch einen goldenen Apfel drauflegen. Wir haben leider nur Strings. Okay, dann. Vorsicht, okay. Ja, warte mal, ich schmeiß mal schnell weg hier. Wollen wir gegen die Strings tauschen? Wollen wir? Ja. Habt ihr schon den Typen hier unter der Erde gesehen? Ich bin hier. Neben dir. Ich wahrscheinlich. Messi to go, das ist richtig, ne? Nein. Ja, genau. Achso, Zinus. Okay. Ja. Nee, Zinus to go, Zinus to go. Schön. Zinus to go. Zinus to go. Hier, bitte. Weil ich bin ja to go. Dann zwei rohe Äpfel. Wem soll ich die Suppe übergeben? Wer braucht sie gerade? Ich. Wir verlieren doch gar kein Essen heute, oder? Nee, das ist ja das Problem. Morgen erst wieder, Leute, morgen. Was ist der Grund, warum wir kein Essen verlieren? Die haben das, glaube ich, ausgeschaltet. Ist ein Feature. Nice. Windows 10 Update. So, ja, die jungen Herrschaften. Und dann auf gute Nachbarschaft, ne? Ja, auf gute Nachbarschaft. Zusammen. Ah, hier ist ein kleiner Zombie. Kommt ja mal auf ein kaltes Bier vorbei, ja? Nein, komm. Ach, ich muss weg. Zombie! Nein, ich steig ein. Seid vorsichtig. Nicht alle drauf. Ja. Aber wir verprügeln die gleich. Verprügeln die mehr. Vorsicht. Schlag ihn weg. Early Boy. Uiuiui. Hier lang nicht. So, er ist tot. Oh, Gott sei Dank. Okay. Boah. Okay, ja, das war eine Krise. Also Herr Bergmann, ja, kommen Sie mal gerne auf ein Bier vorbei. Das Bier müssen Sie aber mitbringen, ne? Das kriegen wir hin. Super. Und Sie können auch, ich baue jetzt hier so einen Angelsteg, können Sie auch gerne irgendwie Tag und Nacht einfahren. Unter der Erde ist jemand, Alter. Freu ich mich. Alles klar. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft. Tschüss. Macht gut, Jung. Welcher von euch Säckeln hat mir mein Boot geklaut? Clemens ist offen. Ich war das. Du klingelst hier die ganze Zeit. Klingelst rein. Oh, ich hab Jolt gefunden. Jolt. Oh, jetzt ist so verwirrt. Okay, ich helfe tauschen. Der Einzige von euch, der noch in uns. Hi. Ich baue mal den Enchantment-Table ab. Nicht, dass das verdächtig aussieht, aber ich brauche ein Level 1er Enchantment. Nicht ein Level 15er. Das bringt auch eigentlich nichts. Normalerweise müssen wir den. Ja. Was ist denn jetzt los hier? Ja, wir haben jetzt mit Bergmann gehandelt. Das heißt, kann mich mal bitte einer reinlassen? Weiter sagen. Wir haben Strings und Wolle mit gegen eine Suspicious Soup gehandelt. Und lassen die uns in Ruhe oder gehen die uns morgen? Ja, wir chillen. Nee, wir sind gute Nachbarn. Nee, die töten uns morgen schon, ne? Also, ja, okay. also ist jetzt Frieden zwischen denen. Genau. Haben mir gerade gesagt. Kann man bitte jemand unten aufmachen? Wir haben eine Klingel. Ich komme. Ich klingel die ganze Zeit schon, Mann! Ich dachte, ich bin taub! Du musst Sturm klingeln! Ding Dong! Ey, könnt ihr mal bitte, wenn ihr nicht angelt, einen anderen Channel? Es ist nicht spielbar für mich, es ist viel zu laggy. Hä? Bei mir laggt's gar nicht. Bei mir laggt es des Todes, ich weiß nicht wieso. Also, bei mir geht's gerade eigentlich, bei mir ist flüssig hier.
Ja, aber das hilft mir ja nicht, wenn es bei euch flüssig läuft. So, also, ich habe ja jetzt... Nur, damit man dir noch ein schlechtes Gewissen machen kann. Ja, bei mir ist gut. Ich habe ja jetzt den Handel in Vordergrund getrieben. Hat jetzt jemand eine Angel für mich, bitte? Ich hätte auch gerne eine. Ich habe leider keine, ich brauche eine Angel. Moin. Wenn ihr die Tripwire-Hooks angelt, nicht wegschmeißen, die brauchen wir. Ja. Wenig Teams auf Attacke, haben die Leute mir gerade gesagt. Okay. Für uns? Angeblich. Ja, das werden wir versuchen, oder? Oder wird heute überzogen? Wir sind, glaube ich, ein paar Leute mehr. Drei. Ich habe gehört, wir sind zwei. Naja, also mit Herrn Bergmann, ich würde sagen, halt einfach, wir werden nicht zusammen sein, aber... Was? Fuck. Wir hören uns übrigens... Wood wurde getötet. Der was? Der wurde getötet, ja. Oh. Ich frag mal, was da los ist. WTF? Jeder so, hallo? Yes? Alle so, what? What? Aber alle, ist WTF, denn? Was, wie, wo, ne? Hör mal, ich brauche eine Angel, ich drehe durch. Aber nicht hier, oder was? Nee, wo, der war, die sind doch weggefahren mit dem Boot nach rechts. Wohin? Also, Basti ist hier. Warte mal, von wem wurde er denn gekillt? Minimi-Checker, in welcher Gruppe war der denn? Weiß ich nicht. Warum fährt jetzt Early? Weiß ich auch nicht. Early haut ab. Ich möchte wieder eine Angel haben, Mann. Ich will wieder angeln. Wir sind so ganz gechillt am Angeln, die so. Ich will auch angeln. Das Einzige, was ich machen kann, dann ist scouten. Ich kann halt gar nichts mehr machen. Was ich machen kann, ist ein Lied singen. Nee, bitte nicht. Hä, wer ist denn das da hinten? Das ist eine Fackel. Ich höre mal ganz kurz zu. Ja. Ich höre da auch mal zu. Ich höre... Mach mal einer die Tür auf unten, bitte. Wo geht's denn hoch ja, überhaupt? Ja, komme, ich mach Tür auf. Keine Ahnung, du siehst die ewig auf Entfernung und das war einfach, die waren einfach plötzlich da. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Also wart ihr am Festland, ja? Ja, wir waren am Festland. Was ist passiert? Okay. Mann. Pech. Was heißt Pech? Risky, sagen wir ja, so. Ja, wir haben noch einen Faden hat gefehlt, dann hätten wir zwei Bögen gehabt. Nein, Kev. Hey, wie weit wart ihr weg? Wir waren gerade da vorne. Also wir sind über die ganze Insel gelaufen, da ist eh nichts passiert. Und jetzt gerade, als wir auf dem Rückweg waren, kamen drei Stück. Scheiße. Ich habe nur Kev schreien gehört, hätte ich mich umgedreht, wäre ich auch weg gewesen. Also es waren 3 gegen 2 und... Da bist du lange gelaufen. Ja, hätte ich umdrehen sollen? Nein. Nein, hätte ich umdrehen sollen? Nein, glaube nicht. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht. Das war mitten in der Insel so. Ich wollte einfach nur schnell zum Strand. Kev ist ja auch gerannt. Oh, ich musste es, also, das muss man, ich keine Ahnung. Ich habe sie nur dann aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß nicht, wie Kev geguckt hat. Also, das war einfach übel plötzlich. Wir haben ja immer geguckt, ne? Du siehst ja das Leuchten, siehst du ja bis nach Bagdad. Ja, aber das ist ja der Punkt. Die Spieler rendern ja erst ab einer bestimmten Distanz. Ja, aber. Darauf darfst du die nicht verlassen. Trotzdem siehst du die ja bis nach Bagdad. Wir haben ja klar, aber du siehst dann so trotzdem erst 30 Blöcke von dir entfernt. Ja, und wenn du mal 5 Sekunden runter guckst, die sind sofort bei dir. Alter. Ich weiß es nicht. Die scheinen nicht angespackt mit Kehler so kurz zu haben, sonst hätten die umgeklatscht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Oder die haben irgendwie mit Korsheim Sarah was, weil Kev die ganze Zeit sagt, er will die töten. Karawas ist hier nur unter unserer Base? Gehört er zu uns? Nein. Und Mitsuri ist auch hinter unserer Base. Also hinter unserer Base. Ja, die umkreisen uns. Boah. Ah, mir tut es für Kev gerade richtig leid. Ich war ja mit ihm zusammen unterwegs, aber... Ich war dann, das war dann so. Kreisen die dann unsere Base? Wo sind sie denn? Ey, wie friedlich sind wir eigentlich? Also, so von 0 bis 10? Ich hab keine Ahnung. wenn da jetzt einer alleine zu uns kommt, würden wir den dann umklatschen oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Also, hatten wir ja nicht vor. Wir haben ja gesagt, dass wir friedlich sind. Ja, okay. Ja, wir müssen aber auch gleichzeitig zeigen, dass wir uns, ne, dass die Leute sie halt nicht mit uns anlegen dürfen. Ja, genau, das ist ja klar, wir wehren uns. Oh, da fällt einer runter. Hier raus. Der Delfin, Alter, ja, aber gerade hier. Hör mal, ich brauche eine Angel, sonst drehe ich durch. Ich auch.
Kann nicht wahr sein. Vorhin meinen letzten String verschenkt. Selber schuld, Horst. Selber schuld. Das wäre natürlich lustig. Hallo. Hallöchen, Horst. Ich kann nicht mehr angeln, deswegen komme ich jetzt zu euch. Ja, ich muss jetzt auch mal wieder runter. Ich war nämlich gerade auch oben. Bei mir stellen Leute die besten Fragen im Chat. Echt? Warum? Darf man sein Team verraten? Ja, klar. Ja, klar, darf ich. Vermutlich nicht. Hashtag Mate. Hashtag, man wird gehatet danach. Du kannst einfach springen. Oh, ja, stimmt. Das Problem, jetzt das Team zu verraten im momentanen Status ist dumm. Ja, das ist ein Weg. Warte mal. Hier schreibt jemand gerade was Spannendes. Fix kommt unsichtbar gegen euch. Vielleicht hat der Milch getrunken. Hä? Man wird da nicht unsichtbar. Nee, das ist, guck mal, wir haben das bei uns auf dem Server auch, dieses Glow, ne? Das ist ja kein Dingseffekt, den kannst du nicht mit Milch wegmachen. Echt? Nee, den kannst du nicht mit Milch wegmachen. Weil wir meinten auch welche, die machen den Effekt mit Milch. Wir haben den Effekt bei uns auch auf dem Server mit Slash Glow, kannst du so leuchten, genauso. Und das hat was mit der Präfixfarbe zu tun. Deswegen. Boah, wie viele Leute offline sind. Das sieht man ja jetzt erst in der Tab-Liste. Ja, aber es ist voll geil, dass man das wenigstens sieht. Ja. Doch, meint mein Chat. Also hat es jetzt wirklich bei den Funktionen, dass sie unsichtbar sind. Ja, dann pass auf, dann probiere ich das gleich offline aus. Weil, soweit ich weiß, geht das nicht. Wenn das jetzt auf einmal doch geht, dann teste ich das. Mein Dev schreibt gerade, in der 1.14 geht das. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, ja, vielleicht ist es doch nicht so klug, wenn wir jetzt hier unten farmen, weil ich meine... Ja, ist halt wirklich dumm. Der irgendwie versucht, von unten zu kommen, der klatscht uns alle weg. Ja, alle nicht. Keiner weiß ja, dass er kommt. Ja, aber wenn der ohne Glow hier hinkommt, ist das ein Regelverstoß. Also. Ja, ich glaube nicht, dass man das nicht darf, aber die haben es halt nicht gesagt, ne? Ich muss jetzt, Paul, ich muss hinterher, ich weiß gar nicht mehr, wo es rausgeht. Hi. Ach, das finden wir. Ich bin da auch manchmal so ein bisschen sehr überfordert, wo es hier eigentlich lang geht. Ja. Irgendwo finden wir raus. Hier auf jeden Fall nicht. Willst du wieder hoch oder was? Ich will mal gucken auf jeden Fall, wenn der jetzt, ich will hier ein Dingsnähe bleiben. Ja, oh, hier ist eine Höhle. Auf mich. Ja, da waren wir gerade drin. Ja. Milch ist erlaubt und kein Gift. Oh, Geld, Unge. Hä, haben die uns jetzt zugehört oder was? Also darf man sich das wohl wegmachen oder wie? Aha. Aber Milch ist doch Gift. Ja, Bruder, dann bin ich mal ganz schnell Max, was machst du denn hier? Suchst du auch einen Ausgang? Was gemeint sind. We got him. FBI, wie open up. Die gerade. Jo, sollen sich mal gönnen. Sie haben es weggemacht. Achso. Aha, ja gut, John. Ich hätte da noch nicht mal dran gedacht, an sowas, Milch zu trinken, um den Effekt aufzulösen. Aber warum sollte also? Ja, ich schon. Ja, es ist ja ein Glowing-Effekt, ja gut. Aber ich wär halt nicht drauf gekommen. Bist du danach noch live auf Horst? Ja, ich gehe wahrscheinlich gleich mal auf Horst Server. Das wird wahrscheinlich sein, ja. Horst, der kennt mich von dir. Geil. Also von deinem Server. Geil. Ich finde dich nie wieder raus. Hilfe. Ja, danke dir, Dead Ghost, für den Euro. Baue mich hier gerade irgendwie mit Max raus, bis mal Max baut und ich gehe hinterher. Bist du überhaupt hier drin im Channel? Dadurch ist nicht hier, ne. Nee, scheiße. Nee. Den habe ich gefunden. Der soll mich raus. Ich will nach Hause. Max. Dadurch ist in 4. Mist. Das Wasser machen hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Hier liegt Dena. Veni ist bei uns vor der Base an Land. Ja, super. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Ja, ich und Max bauen uns gerade auch irgendwie raus. Also ihr baut euch hoch, oder was? So ähnlich, ja. Wir haben jetzt eine Höhle. Venis Team ist bei uns in der Nähe. Alles klar, danke. Ich laufe jetzt einfach mal zu Max denen. Kommen. Warte. Ich will einen Wassereimer haben. Ich hab einen Wassereimer. Boah, Mist, Alter. Sag mal, das ist ein Labyrinth. Das ist auch nicht wie also ungelogen, ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Das war's. Die nächsten 3 Folgen bin ich lost. Ich hol dich. Oh, Skelett! Scheiße. Ist in der Höhle? Ja. Max, hol mal hier das Eisen. Ach so. Weißt du, jetzt, wo wir uns hochbauen, finden wir Eisen. Ja, wow. Ja, ich hab die greifen euch nicht an. Lol. Der Server laggt noch 2 Minuten. Ja, ich backte nämlich gerade in einem Block drin. Ich hatte richtig Schiss, dass ich jetzt irgendwie tot bin und irgendwas auf mich fällt. Warte mal, ich such die mal. Wo sind die denn? Guck mal, hier ist Erde. Ich glaube, wir sind... Gott, hallo, ihr zwei. Hallo. Ich bin ein alter, armer Mann. Ich hab mich verlaufen. Wisst ihr, wie ich hier rausgekommen? Wir suchen den ausgelaufen.
Okay. Wir müssen ja genau unter die anderen, oder? Also müssen wir doch einfach nur in die Richtung. Ach, Moment, da sind die grünen Dinger. Ja, okay, stimmt, du hast absolut recht. Wir können ja auch sprinten und springen. Leute, nur ganz kurz, ne? Server ist gleich zu. Da hinten bringt sich wenig in Stellung. Es könnte sein, dass die morgen, wenn der Server gerade hochfährt, angreift. Bringt euch mal bitte hier oben irgendwo in Sicherheit. Ja, also irgendwo, gerade, dass wir alle zusammenstehen. Kommt, das versuchen wir ja gerade. Wo müssen wir denn? Wir sind jetzt hier raus. Wo ist da noch drin? Ja, nehme euch. Ich komm wieder runter. Hier geht's raus, oder was? Ja, hier geht's hoch. Oh, Gott sei Dank. Ich gehe nie wieder hier runter. Nie wieder. Okay. Oh, okay. Sollen wir noch eins hochgehen? Ja, ne? Ja, direkt hoch. Komplett hoch. Geht komplett hoch. Dass wir dann bereit sind, falls sie angreifen wollen und so. Ja. Bleib mal hier. Du bleibst unten? Ja, ich hab ja gleich in der nächsten Folge, hab ich ja direkt als erstes mal was zu tun. Okay, warte, dann komm ich auch wieder runter. Oder Herr Bergmann möchte bei uns übernachten. Oh! Okay, 30 Sekunden noch. Peter, du hast die erste Aufnahme quasi überlebt. Die zweite Aufnahme. Wenn ja, ich stimmt. Ja, natürlich. Sollen wir die jetzt reinlassen? Wen? Bergmann und so sind hier. Leute, soll ich die reinlassen? Messi, Mann! Nein. Was? Du hast mich geschlagen! Oh nein, ich hab das nur rausgeworfen! Messi passiert mit denen! Nein. Ich hab gar nichts gemacht! Ich hab nur meinen Cobblestone hier rausgeworfen. So, da war's soweit. Wir haben überlebt! Nächster Tag, jawoll! Wir sollten auf jeden Fall mal mit denen sprechen vom nächsten Mal. Ja, unbedingt. Ja. Oh Mann, cool. Hat Spaß gemacht. Base vielleicht. Leute, danke fürs Zuschauen, fürs Video. Ich lade das direkt hoch, damit ihr es heute noch sehen könnt. Wird wahrscheinlich wieder vor 11 Uhr nix, aber immerhin Tag 5 überlebt. Holy shit, Mann, schon Tag 5! Kann doch nicht wahr sein, wirklich. So, Stream lasse ich noch ein bisschen laufen. Video ist fertig. Bis dann, ciao!